Vor allem, weil es da nichts Betriebssystemunabhängiges gibt, leider. Ja. Ja, genau. Und Aha, never never used. used. Okay, das ist rausgeflogen, habe ich vorhin von Lassie erfahren. Gap ist in der Tat nicht mehr used. Weiß gar nicht, warum das da noch drin ist. Aber wahrscheinlich hat der Merch an der Stelle ein bisschen versagt. Das Das kann kann natürlich raus. sein. Ja. Der Actor House ist eh Geschichte. Spätestens dann, wenn ich versuche, das mit dem NPC-Branch zu merchen. Das wird lustig. Unreachable Code. Okay. Was ist W? Press Move Up. Gamescreen. Was? W Das ist doch braucht man hier doch das. eigentlich. Ja, dachte ich auch. Wobei wir ja inzwischen den Key-Mapper haben. Der wurde ja inzwischen wieder reingemerged von irgendjemandem. Was kann ich für Beispiel Rave, glaube ich. Okay, aber ich weiß nicht, ob das hier. Naja, ich würde mal sagen, wir können das ja einfach mal probieren. Okay, also Schande weg vom Merge-Tool. Lassie sagt gerade, Gap hat er trotzdem nie rausgelöscht. Er benutzt es zwar nicht mehr, aber gelöscht hat das Ach nie. so, okay. Dann ist das in diesem Augenblick passiert. jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Content Files, Die muss man immer die mit dem fehlen Merge noch. machen. Okay. Und ich bin noch nicht sicher, ob ich die direkt einfach mitgenommen habe, weil das Content-Tool funktioniert ja jetzt nicht. Aber hier gibt es ein paar. Ich hoffe, die Aber sind das sind halt jetzt aktuell. XMD-Files, ne? Ah, die sind XMB. Ja, die müssen, die brauchen natürlich nicht mehr. Zumindest nicht auf dem Lied. Okay. Ja, das ist jetzt allerdings problematisch, wenn das Content-Tool leider nicht so schön funktioniert, wie ich es gerade gezeigt hätte. Das braucht man natürlich, um das wenigstens einmal. Hattest du nicht gesagt, du hast sie fertig kompiliert, noch irgendwo hinterlegt? Wichtig, die habe ich aber nicht hier mitgebracht. Die habe ich nicht direkt ins Projekt integriert. Hm, okay. Das könnte man jetzt. Wie schicke ich es dir dann am besten? Und jetzt noch eine Datenübertragung, liebe Freunde. Team Speak, Team Viewer, Stream. Und Files kopieren. Wie groß sind denn die? Die sind fett, ne? Nein, überhaupt nicht fett. Was ich Ich natürlich machen kann, ich kann das Projekt jetzt mal einchecken. Und du machst es einfach parallel bei dir und merge es dann nachher. Also nicht merge, sondern quasi ergänzt es dann. wie Mensch? Das Ganze dann einfach online. Also ich checke jetzt den Master ein, der wird dann natürlich nicht. Ja, aber ich will ja nicht unbedingt, eigentlich will ich die compilte Content Files ja nicht hier drin haben. Ach so, du willst es nur testweise, okay. So rein strukturell. Eigentlich soll ja nachher das Content-Tool funktionieren. Ja, das heißt aber eigentlich, dass ich jetzt den Master einchecke und das nicht funktioniert bei jedem, der das ausprobieren will, richtig? genau, aber das, ich Das. würde jetzt. Ach so, du sagst, ich soll sie einfach mal trotzdem. Man Ja. könnte sie ja trotzdem mal hinzufügen. Ja, wäre ich dafür. Einfach. Okay. Dann mache ich. Ach so. Nee, nee, Ja, ich dann bin muss nur gegen ich die auf den Maus gekommen. Master wechseln. Anschließend. Ach so, wir haben ja jetzt erstmal nur gemerged. Ja, stimmt, Entschuldigung, ja. Das ist gut, weil dann kann man das Ach einchecken nee, jetzt. es ist ja noch gar nicht auf dem Master. Eben, deswegen. Also im Moment sind wir ja noch im Okay. richtigen Branch, das ist gut. Weil dann könnten wir das theoretisch jetzt einchecken. Du kannst quasi Genau. die Content-Files noch mit dazu holen. Mit Merge, ich einfach mal sage, da braucht man ja jetzt nichts Neues mehr. Eine Commit-Message von dir. Auf den aktuellen Masterstand ge. Achso, muss ich das eingeben? Du darfst gar nicht schreiben. mit dem dachte man, ne? Wir können jetzt natürlich auch. Naja, komm. Mit. Ist jetzt alles ein bisschen blöd. Ich habe alle meine Commits, glaube ich, auf Englisch. Ja, ich muss mir das auch mal angewöhnen, glaube ich. So. Dann sinken wir das mal kurz. So, dann müsstest du das auch haben, dann kannst du die Content-Files dazu holen und dann sind wir in einer großen Hoffnung, dass das dann gleich wieder geht, mit einer funktionierenden Version am Start. Wow, das wäre cool. Das gestartet haben wir es noch nicht. Also, der interessante Teil kommt ja erst noch.
Aber du hast das doch schon mal getestet, oder? Ja, bei Ja, dann mir. ist ja gut. Das heißt ja noch nichts. Ja, Bei das mir stimmt. hatte ich auf Windows und das hat ein ganz anderes Problem, dass er schon das Graphics Device nicht initialisieren kann, also den Ah. OpenGL-Kontext. Okay, in einer virtuellen Maschine. Ja, gut. Nee, nicht virtuelle Maschine, sondern ein paralleles Betriebssystem und ich glaube, das hat irgendwas mit der dedizierten Grafikkarte zu tun, dass er probiert, auf die Intel-Grafikkarte zuzugreifen. Ja, aber das muss doch trotzdem gehen. Dann hast du, also im schlimmsten Fall hast du halt keinen 3D-Beschleuniger, sondern nur das Software-Device. Also es muss ja Ja, trotzdem gehen. aber da passt die Einstellung halt wahrscheinlich nicht. Er sagt, das Pixelformat sei nicht vorhanden. Sagt es mir. Warum auch immer. Verstehe ich auch nicht ganz, weil es ist eigentlich RGB, jeweils 8-Bit gewesen. Oh, der Manuel sagt gerade, wir hätten hier noch nicht committed changes. Was? Echt? Wo? Ach, die da. Das ist ein Argument. Guck mal, das sind Files, die fehlen. Warum? Krass. Naja, gut, okay. Hast du schon Ach gedingst so, schon? das war die von vorher. Ja, aber die können wir natürlich mit reinnehmen. Das sind die nach dem Merge, klar, die man gemacht hat. Ja, ich mache es immer mit Konsole und da sage ich dann einfach, hau alles rein und dann passt. Ja, weil alles ist auch immer so mittel cool. Gut. Letzte Korrekturen finde ich auch ganz toll. Und Super. ja, im Prinzip war das Zeug, was man da noch geändert habe, Teil vom Merge. Deshalb. Aber, Ja, na gut. alles gut. Alles gut. Der Manuel hat uns ja wieder den Arsch gerettet. Dankeschön. Nicht, dass wir dann nachher wieder. Aber das hier irritiert mich in der Tat. Warum ist das hier auskommentiert? Du weißt es nicht, ich weiß nicht. Kann man doch rausfinden, wer das war. Zumindest nicht, dass ich wüsste, bevor ich es nachher doch war. Wir können das doch hier ganz, ganz klar nachvollziehen. Der Game Screen. Das ist da drüben. Ah, gitignore. Lassie vermutet gerade. Stimmt das? Damit kann man einiges machen, das stimmt. Aber gut, in dem Fall waren es ja wirklich C-Sharp-Files. Das sollte ja eigentlich alles mit eingecheckt sein. Also das war gerade sehr sonderbar. Aber nicht sehr, sehr sonderbar, nur sonderbar. So, ich muss jetzt hier mal ganz kurz gucken, wer das hier auskommentiert hat. Ich tippe aber drauf, dass es im Zuge des Keymappers passiert ist. Keyboard Input. Nein, ist es nicht. Okay, also die Files hier sind gegen gitignore-Verse. Ich habe sie jetzt mal trotzdem gedit. Ach so, ja, natürlich. Die sollten ja auch im gitignore stehen nachher, damit Ja keiner auf die klar, Idee kommt, wegen fertig kompilierte Debug. Sachen, ja. Und jetzt sind es. So. Hochlader und sollte da sein. Da ist sie noch da. Ist es das hier? Mache ich es vielleicht doch, Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin ja gerade ein bisschen am Zweifeln, ob ich in der Lage bin, das hier richtig zu deuten überhaupt. Also, das war das gerade, was ich compared habe. Da. Hier ist es. Okay, in welcher Stand war das jetzt? Mist. Den da. Der Fabian war es. Warum auch immer. Aber er wird sich sicher gleich outen. Edit Keymapper. Ich vermute, dass es einfach ersetzt wird durch den eigentlichen. was ich natürlich auch nie probiert habe, muss ich dazu sagen, ist das Gamepad. Ich habe ja keins. Okay, das wird lustig. Oh ja. Es ist aber nur die W-Taste. Das irritiert mich ein bisschen. Aber der Rafe ist ja da. Der kann uns bestimmt gleich sagen, was er sich dabei gedacht hat. Oder ob er sich was dabei gedacht Ja, hat. genau. Okay. Aber da es ja immer noch funktioniert, die W-Taste ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass man vorwärts laufen kann. Und das funktioniert ja immer noch. Also vermute ich, Das wird dass. man jetzt gleich noch sehen. Ja.
Also ich tippe drauf, dass das einfach der Keymapper ersetzt, das ganze Zeug. Wahrscheinlich kann man sogar alles auskommentieren, wer weiß das schon. Gut, also, was soll ich tun? Im In Prinzip Sync. müssen wir jetzt nur wieder Liz pullern. Und So. dann Ich lass ich dürfte. Finger weg. Warte, ich mach mal. Also ich. Halt, hier sind wir ja. Rave total panisch. Ist das jetzt scheiße mit dem Keymapper? Nee, nee, alles gut. Es ist nur so, dass wir im Gamescreen die Eingabe der W-Taste ist auskommentiert. Und zwar ausschließlich der W-Taste. Hier an der Stelle siehst du es. Gamescreen on Key Up und Key Down ist die Stelle mit Key.W auskommentiert. Und sonst nirgends. Das war ein bisschen irritierend gerade. Das hat uns irritiert. Wir sind auf eine richtige Branch. Was habe ich denn gemacht hier? Vektor aus. Bin verwirrt. Ich Ah, irgendwo Rave sagt falsch. ja gerade. Er hat oben die W-Taste registriert im Keymapper. Ach. Und das war quasi, ja, die Demonstration, ob es geht oder nicht. Alles klar, sehr gut. Okay, Rave, danke. Das hat Ich habe sehr viel es Erleuchtung gebracht. außer sehr hier hinzugefügt, wie es aussieht. Ja. Ah, direkt ins Debug-Verzeichnis, ins Ja. Bildverzeichnis. Sehr gut. Hatte ich zwar nicht vor, aber Hauptsache, es gut. läuft. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Und nicht nur du. Und Exception. Was? Okay. Das sieht ja schon Was? mal gut aus. Mein Code geht? Da kann man dann auch ein bisschen die UI-Sache austesten. Aber die Sachen müssen wir mal aktualisieren. Wir müssen irgendwann mal versuchen, ob wir die Sachen nicht direkt aus dem Wiki auslesen können hier. Das wäre natürlich ziemlich geil. Crawling funktioniert nicht, ich weiß aber nicht, ob das an Monogame UI an sich liegt oder an einem Teil. Können wir Bin ja gleich ich mal mir mitnehmen. Ach so, können wir ja nicht mehr mit dem gar alten nicht Stand. sicher. So, jetzt kommt das interessante So, jetzt kommt der Stück 3D-Kram, ne? Das Hardcore-Zeug. Banane. Okay. Interesting. Das ist ein Fehler, den ich eigentlich schon gefixt hatte irgendwann mal. Okay. Ah, aber im NPC-Branch. Ah, okay. Tja. Ich mach das mal kurz hier. Parallel auch nochmal. Es gibt nämlich in diesem Definition Manager einen kleinen Denkfehler. Nämlich die Tatsache, dass wir hier nochmal kurz einen Log einfügen müssen. Object, ups, Log, Solange es Object. nicht mein Fehler ist, bin ich erstmal zufrieden. Es ist definitiv mein Fehler. Meine Schwierigkeit an der Stelle ist jetzt eigentlich nur, dass es plötzlich aufgetaucht ist. Also das war zu dem Zeitpunkt, wo wir es richtig implementiert hatten, oder wo wir es angefangen haben zu implementieren, gab es keinen Fehler dafür. So. Genau, da jetzt vielleicht auch plötzlich. Und das kann vielleicht irgendwas mit zeitabhängiger Sache zu tun haben, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann fragen sich die Amis, warum wir ihre plumpe Art nicht leiden können. Mann, oh Was? Mann. Naja. Der Markus, also ein anderer Markus, nicht unser Markus. So, die sollen mal ordentliche deutsche Worte lernen. Nicht immer nur so ein Scheiß. Okay. Die Welt dreht sich. Ach ne, wir drehen uns. Kann das damit zusammenhängen, dass wir einen Teamviewer gerade haben? Möglich, weiß ich nicht. Weil die Kamera, also die Kamera dreht sich automatisch. Soll ich mal TeamViewer einfach kurz zumachen? Ja, ist ja wurscht eigentlich. Also, aber du hast doch eigentlich keinen. Hast du da was verändert dran? Nö. Ja klar, also die komplette Maus-Implementierung ist natürlich aus OpenTK und habe ich einbau. Julian, schöne Antwort im Chat. Dankeschön. Gefällt mir. Ja, also offensichtlich ist irgendwas mit dem Maus-Offset vielleicht auch nicht okay. Also, dass das Mauszentrum falsch interpretiert wird, könnte ich mir vorstellen. Und ich mache jetzt mal ganz kurz, ich kann dich beruhigen, das Gamepad funktioniert.
Wuhu! Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das auf Anhieb funktioniert. Ja, aber also die Steuerung funktioniert. Oh, you fly. ja, die Frage ist natürlich, wenn sich das jetzt immer dagegen bewegt, könnte das vielleicht auch mit dem Gamepad zusammenhängen? Oder Möglich? hast du es erst gerade eingesteckt? Nee, nee, es war schon immer an. Okay. Wobei es unwahrscheinlich ist, ach so, vielleicht Ja, nee, doch. das kann ja sein, dass ich da die Koordinate aus OpenTK anders rausbekomme und immer wenn ich das Offset berechne, muss ich das eigentlich gar nicht machen oder ich muss das Offset berechnen Es und. liegt, ich sehe, warum, woran es liegt. Ich sehe, dass leichte Änderungen am Knüppel die Driftrichtung korrigieren. XNA macht es so, dass es einen gewissen Grenzbereich gibt, in dem der Controller einfach null ist. Vielleicht ist es in dem Fall nicht der Fall. Kann sein, dass dieser Input wirklich so super fein funktioniert, dass, also weil der hat einen gewissen Spielraum, den Knüppel. Und wenn ich Okay. da, also wirklich nur ganz leicht, dann sehe ich, dass der Kopf sich schon anders bewegt. Bei XNA gibt es halt wahrscheinlich die inneren, keine Ahnung, 0,1, die dann einfach als 0 interpretiert werden, damit auch die Nullstellung wirklich stabil ist. Also es ist tatsächlich das Gamepad. Du hast schon recht. Das könnte man natürlich einbauen. Ja. So, und Aber läuft, rendert und scheint halbwegs stabil. Sehr geil. natürlich haben wir jetzt auch keine Bäume, wenn man die Temperatur anguckt. Aber wir sind jetzt auch eigentlich am absoluter Pol. Wenn man jetzt die Position ändert auf 65.000, dann sollte man in grünere Gebiete sein. Sollen wir das mal machen? Aber da gibt es dann auch keine Bäume, da ist dann zu warm. Wie man's macht. Okay. Ja, das sind dann auch noch die Einstellungen von den Bäumen. Da hat es dann 35 Grad. Sollen wir das mal machen? Lohnt sich das? Oder sparen wir uns das? Ja, ich denke schon, weil Kaktee hatten wir bisher noch nicht gesehen, soweit ich weiß. Stimmt, die haben wir, aber die Frage ist jetzt aber auch, wie wir. Alt F4 funktioniert nicht, Julian. Escape geht immer. Okay. Sehr gut. Wie ändern wir jetzt die Position? Ist das noch, ist hier noch die XML-Serialisierung drin? Weil die haben wir nämlich geändert. Die habe ich bei den NPCs geändert. Alles gut. Ja, das können wir machen. Ach nein, Ich glaube, wo in ist meinem bei dir Fall. die Octomap. Map? Genau. Ja. Ja, das ist auch nur problematisch, dass das in der App-Config steht, weil bei mir erstellt es immer im Debug-Ordner noch einen Ordner mit d:// Octomap. Ja. Okay. Also Linux selber. Ja, vielleicht Und sollten wir dann mal. Mac wahrscheinlich auch. Vielleicht sollten wir das Default-Setting einfach mal auf Punkt machen, also auf den aktuellen Root. Also auf den Ja, Root der Exe. irgend sowas. Ja. So, und ich weiß nicht, jetzt können wir ja mal auch 50.000 probieren. Vielleicht ist dann ein bisschen gemäßigter. Und da einfach alles ein bisschen angucken. Aber ich bin Gott froh, dass es alles gleich funktioniert hat. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Kram nochmal zurück auf den Mastermail, obwohl das müsste jetzt kein Problem sein, nachdem wir es ja aktualisiert haben. So, jetzt gucken wir mal. Okay, ist es Hier ist grün? genau gemäßigter. Grün! Sehr schön. Achso, diesen Controller. Ich stecke ihn jetzt gleich ab. Was kann ich eigentlich machen? Und wie man sieht, hier sind es jetzt 17 Grad, damit die Leute sich nicht mehr so beschweren können. Also, Oh, die so eine ist es Bewegung war jetzt. jetzt ich. Ja, also so ist es jetzt übrigens, wenn ich den Controller abgeklemmt habe. Also es ist tatsächlich der Controller. Ah, okay. Gut, das kann man ja dann noch korrigieren. Das sollte ja nicht das größte Problem sein. Aber lass die Frage gerade, ob wir ein TeamView noch brauchen. Das ist ein gutes Argument. Eigentlich sollten wir das mal. Okay, ja, Also machen wir mal wenn du zu. soweit. Also ich würde jetzt mergen noch, aber das brauche ich ja. Das kann ich ja so auch machen. Ja, also dann kann ich ja eigentlich zumachen, weil es scheint ja alles zu funktionieren. Ja, Zu geil. meiner Verwunderung. Ja, es tut mir leid, dich da in der Form. Aber schön, okay, Wahnsinn, diese Landschaft jetzt hier mit Grün sieht das ja nochmal viel geiler aus. Ja. Schön. Stimmt natürlich. Also, dann mache ich TeamViewer zu. In TeamSpeak wage ich es mal noch drin zu Ja, bleiben. bitte.
Weil was jetzt natürlich die nächste sinnvolle Frage wäre, wie wir da einen Shader reinkriegen. Das heißt, wir sollten, also wird Standard-Shader, also den von DirectX, habe ich schon übersetzt. ach so, ideal, Also weil das ist den ja. hätten wir ja natürlich jetzt auch nur zeigen können, Das kann ich ja da habe trotzdem ich noch gerade machen. nicht dran gedacht. Alt F4, das ist irritierend, dass das nicht geht. Den zeige ich jetzt einfach mal ganz kurz. Den finde ich sehr wahrscheinlich wo? Beim Content. Content. Simple FX. Die Files sind nicht mehr da. SimpleFX sollte es nicht sein, sollte ja ein Simple GLSL geben. Nicht in diesem Ordner. Achso, der sind einfach nur nicht Bei, im. beim nicht compiler Content. Ja, aber die sind nicht im Projekt mit drin. Die fehlen nur noch. Doch, sollte. Ich habe sie, denke ich, auch gesehen. Also die Files sind da. Im Ordner sind sie da, aber nicht im. Achso, warte, Und stopp, es die scheint sind. auch noch ein Threading-Problem zu geben, wie es aussieht. Wieso? Braucht eine Weile, bis es beendet hat. Ja, das Persistieren der ganzen neuen Sachen, weil wir haben ja den kompletten Also, Bereich neu ach gewechselt. so, ja gut, zwischen nicht da im Projekt ist nicht drin, das stimmt, das habe ich vergessen. Tut mir leid. Ja, ist kein Problem. Ist kein Problem. Nur um sicher zu sein, dass ich das auch richtig interpretiert habe. Also, im Client Content machen wir sie doch einfach dazu. Das Simple GLS Also. hast schon gesehen und gibt noch gleich den Ordner Simple dazu, weil das ja eben bisher noch, Ah. das ist ja noch kein Containerformat, sage ich mal. Das ist okay. Was brauche ich Nicht da wie alles? HLS. Die Fonts brauche ich alle beide. Also jeweils die FNT und PNG. Achso, dann ist im Prinzip alles. Die Content-ECP, das ist deine Content-File. Also auch die nehme ich mit. Ja. Gut. Und die anderen nehme ich raus. Weg. 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 Das und das auch weg. Sehr schön. Das ist dann quasi. Ach, perfekt. Wo ist der Simple-Ordner jetzt hin? Hatte ich den nicht? Den kannst du wahrscheinlich nicht so einfach bei Datei hinzufügen, musst du wahrscheinlich extra machen. Ja, das machen wir im Prinzip so. So ein Scheiß. Aha. Musst du Ordnung wohl manuell. Na, so geht's. Oh, oder so. Dann müssen die aber weg. So. Und da ist der Shader drin. Sehr schön. Weil das ist das, was ich brauche, um mit Matthäus zusammen dann halt auch die ganzen anderen Sachen machen zu können. Gut. Das heißt, im Prinzip brauche ich aber noch das Content-Tool. Das müsste irgendwann noch laufen. Ja. Überlege gerade, ob wir das vielleicht dann noch einfach auf Linux kompilieren oder so. Das können wir ja auch machen. Aber ansonsten haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Also wir können jetzt loslegen. Ja, also die Shader sind eigentlich direkt die FX von dir direkt übersetzt. Da habe ich gar nichts wirklich geändert. Ja, die tun ja im Prinzip nicht viel. Ja. Das war ja super plump. Wir haben noch nicht mal ein bisschen Beleuchtung. Ah, doch, ein bisschen Beleuchtung haben wir drin. Ja, genau, eben. Ja, sehr gut. Geiler Kram, geiler Kram. Dann checke ich das jetzt hier mal noch ein. Weil da habe ich jetzt im Prinzip noch die Files hinzugefügt. Das heißt, das checke ich mal ein. Sag hier, Definition Manager. Ach so, Na egal. Ja, das Will sehe ich man das dann. jetzt direkt machen, ist die Frage, oder nicht? Den Merge mit dem Master? Nee, Definition, ja, das auch, aber der Definition Manager, die Änderung, wenn sie bei der NPCs auch drin ist. Naja, ansonsten läuft es hier nicht. Ja, gut. Ja, Ich sehe stimmt, selber, der eben. Merge-Konflikt sagt mir dann, was los ist. Ja. Zumal ich mit der Lösung auch nicht so glücklich bin. Also das würde ich gerne anders machen. Und aber dann trotzdem die Frage, soll man es direkt in Master reinhauen oder nicht? Weil es wurde ja jetzt bisher bei dir getestet, bei mir, bei sonst noch nicht so viele, dass das vielleicht erst ein paar Leute bei sich ausprobieren, Linux, Mac, sonst was. Ja, ist eine gute Idee. Vor allem, bis das Content-Tool funktioniert, weil das muss ja dann, ohne das bist du Genau, ja und dass aufgeschmissen. das dann auch funktioniert und man es dann erst in Master haut. Okay, ja, weil im Moment haben wir keinen Vorteil dadurch, dass wir es in den Master holen. Du hast recht. Ja. Ja, finde ich gut. Okay, dann können wir ja an der Stelle jetzt mal auch so ein bisschen als abschließende Worte sagen. Ihr habt jetzt gesehen, was das können sollte. Checkt doch bitte mal kurz diesen Branch aus. Guckt auf euren Maschinen, ob es Auffälligkeiten gibt gegenüber dem eigentlichen Master. Und lasst uns das gerne wissen, damit wir
sicher sein können, dass der Wechsel von Monogame auf Ingenious auch wirklich ein stabiler Move ist.